Hallo und herzlich willkommen hier. Es war heute in Folge hier bei LF19, gerade von Thüringen, Version 3.1. Ja, ich wünsche allen einen schönen zweiten Advent. Überlegen. Ne, dritten Advent schon. Der zweite Advent kommt ja jetzt schon fertig. Dritten Advent und einen schönen Sonntag, ne? Ich muss das überlegen, aber jetzt schon mal eine Woche voraus, ne? Also, die Folgen werden ja ab Montag hochgeladen und das könnte ich hier abstellen. Die fahre ich sowieso nichts her. Kein Saatgut und kein dergleichen, das Hof 3. Obwohl das sehr logisch, wenn hier Seemaschinen sind. schwierig. Da müsste man ein bisschen dich dran schieben, ne? Na ja, gut. Perfekt ist nicht. Nicht dran, ne? Nö. Nee. Können ein bisschen weiter ran. Müssen wir doch noch ein Regal besorgen, ne? Ich hab's noch ein Regal nicht bis jetzt genutzt. Das wäre eine Option, ne? Das könnte man hier ranstellen, theoretisch, und wäre es versorgt, ne? Gedacht. Ändern. So. Aber das Problem ist dabei. Auch fürs Regal. Kriegst ja nicht eingeklappt. Ne? Na ja, gut. Vielleicht finden sie noch einen Platz. Das ist hier was gut aufgehoben. Eine Möglichkeit für Sonnenblumen. Aber recht viele. Und okay. Absenken. Und das andere Sonnenblumenfeld ist ja auf Dings. Auf Feld Nummer Hof 3. Schneidwerk. Die arbeiten ja mit Sonnenblumenschneidwerk, aber Sonnenblumen schneller, ne? Müde gibt's doch gar nicht. Bis nachts um 1. Ist aber ein gutes Zeichen, dass ich müde werde. Da kann ich nicht schlafen. Auf jeden Fall. Die Nacht gestern habe ich gut geschlafen. Die andere davor etwas weniger gut. Aber gut. War mal so, mal so. Ja. Wo steppe ich das dahin? Ne? Da oben weiter hoch. Mal sehen. Wir nehmen mal die nächste Ecke. Ob wir das hier anstellen können am Silo. Weil nicht hier so ein Gebäude. Das könnten wir hier anstellen. Oder links. Die Straßen und Wege sollten wir nicht freilassen. Das ist ganz wichtig, weil Outdrive, wenn die Kurse eingefahren sind, das sollte man nicht groß. Weg haben, ne? So passt das. Oh. Dann kann der auch in die Halle rein. Ja, hier kann man was reinfahren. Getreide, glaube ich. Ja, das gefällt mir auch nicht, hier vorne die drei. Wahrscheinlich werde ich die... Ja, das könnte ich machen, ne? Auto wegfahren. So, klappen wir ein. Dann werden wir das Auto wegfahren. So, da steigen wir ein. Ach, bleib wieder hoch. Den wollte ich ja die Kurse einfahren für das erste Silo. Ja, das wäre ganz praktisch, weil das Pferdegras soll hier rein. Ne? Kann nicht genau sagen, wie viel es ist. Ist aber recht großes Feld. Ne?
werde mal die Räder nicht einklappen, ausklappen, sondern einfach so hinstellen. Die könnte man gut in Halle in Regalen stellen. Wäre eine Option, ne? Und die Dinger funktionieren auch nicht richtig. Also keine gute Erfahrung, was ich gesehen habe bis jetzt. Perfekt. Nehmen wir gleich das Grüne auch mit. Dann könnte man das Gelbe auch noch nehmen, ne? Oh, schon 1917, ja. Naja, hat nichts zu sagen mit morgen. Denke mal, ist das soweit, wird's. Dann haben wir mit dem Mais auch fertig sein. Das muss noch gedüngt werden. Das Gras muss auch noch gedüngt werden. Dann können wir das Geld auch noch hinlegen. Das ist ganz gut. Das hat seine Ordnung halt, ne? Halbwegs jedenfalls. Das Gelbe holen wir auch her. Da steht doch bloß im Wege meistens. Das ist ungünstig. Das möchte ich ja gerade vermeiden, weil das ist irgendwann ist es mir ärgerlich. Wenn wir jedes Mal groß fahren müssten und dann auch dann fest Blocking so oben jetzt. Das sind die anderen Fahrzeuge, die ich gekriegt habe. Zwei. Und einer wird sein Mist-Blocking und der andere. Keine Ahnung. Langsam, Junge, langsam. So, dann können wir das auch gleich einen Platz zuweisen, ne? Das muss ja alles ein bisschen durchdacht werden, ne? Vor allem muss ich noch wissen, wenn die Erde losgeht, wo steht. Das ist die nächste entscheidende Frage. Ich kenne mich am besten. Ich bin ein bisschen vergesslich. Aber ein, zwei Mal gemacht haben, dann ist auch okay. Dann werden wir hier auch eine Werkstatt aufbauen. Und mal bei Gelegenheit Diesel herbringen. Klappen auch rein. Und dann fahren wir das rüber zum den 3. Dann kann der Drescher in die Garage rein. In die Halle. Ein Hex und ein Drescher ist ja auch teuer, ne? Entsprechend. Also gut untergebracht werden. Siehst du, fertig ist das. Aber wir können die Garage auflassen, muss nicht zu sein. Hier klaut keiner. Ich bin ja hier alleine. Na, der kann da recht fehlen bleiben, ist okay. So. So, das wird das. Gut. Tiere haben Futter. Dann mal gucken. Ach so, ja gut, okay. Wie sind die rot? Na, Winzer machen wir nicht. Hier kommt dann den Mais rein. Und also hier beim Silos und hier Kühe, Tag Kuh. Muss ich mal gucken, wie viel Futter noch fehlt bei Silage. Silage habe ich nicht viel da. Der fährt nicht weiter. Wieso fährst du nicht weiter? Fahre zum Aufladepunkt. Abholen, abliefern. Bei Mist klappt das. Ja. Mal gucken.
Streckennetz. Rotieren, Bär abladen, keine. Etwa den anlassen. Dann nochmal. Entladen. Modi 4. Kein Wechsel erzielen, nur beladen und entladen. B entladen, Ordner rotierend. Wechseln. Achso, nur mit Ordner aktiv ist. Achso. Ich glaube, Ordner ist aktiv. Keine. Okay, dann wollen wir enden. Nein. Anwenden. Ja, da machen wir es manuell, ne? Ja gut, ich weiß auch nicht genau, was man da liegt. Da muss man einen anderen Anhänger probieren, vielleicht liegt es daran. So, Silage haben wir noch ausreichend. Heu und Stroh auch, okay. Die war auch okay. Der fährt eine Runde. Mist war noch aktuell, fährt noch. Und das Futter an sich könnten wir hier alles rüberfahren, aber zurzeit nicht. Muss mal schauen, wo parken wir hier ein, ne? So, das wäre erledigt. Wir haben noch eine Ballenpresse, eine Quader und Krone. Ach, hier ist der andere. Ach so, das. Na, das wäre ja ein Theater geworden mit her. Den Startblech alles rausfahren. Das war so nicht geplant. Also ungünstig, ne? Und den werden wir jetzt wieder einfahren in die Garage. Beziehungsweise unter Unterstand, ne? Dann lass uns die mal vorbei. Okay, fährt da lang. Okay. Wie gesagt, hier sind die Ballen vielleicht ungünstig auf Dauer, ne? Vielleicht. Aber okay, wir kommen gut rein hier. Ich glaube, ich gewöhne wieder an, am Wochenende aufzunehmen. So nachts ist das blöd. Aber mal sehen. Mit dem Server an sich werde ich aufhören. Das kostet Geld und viel zu wenig. So. Das ist das war nett, aber da der Autodrive da nicht geht, ziehe ich dann vor, mein Spiel auf meinen Rechner zu starten, um da entsprechend das Spiel zu machen. Das funktioniert ganz gut. Normalerweise. Wenn nur für zwei würde auch zu dritt gehen, ne? Also das packt der Rechner schon. Da ist noch ein Flug. Oh ja. Gruppe, den wollte ich auch noch hinschicken. Machen wir gleich. Und dann können wir auch Kleidanhänger kaufen für Paletten. Wie gesagt, ich möchte ein bisschen Ordnung haben. Bisschen, ne? Ah,
einige Flächen will ich erobern. Oder ich ziehe es in Erwägung, ne? Ich wollte mal gucken, ob ich sowas hab. Von Horsch. Der andere hat der Landwirt hier. Seetechnik. Tiefenlockere Einzelkorntechnik. Zwar habe ich die bei. Horsch. Der Dünger und kein Grubber, ne? Ne, haben wir nicht. Ich habe das nicht dabei, das Horsch-Paket. Da muss ich mal gucken, nächstes Mal da drauf kriege. Gut, habe ich geguckt. Passt. Dann weiß ich Bescheid. Ja, da fahren wir noch jetzt zum Hof 1. Probieren wir jetzt Tracking aus. Das funktioniert. Ja, das hier geht's. Könnt auch an den Fahrzeugen nehmen. Das ist der Originalmod. Das könnte sein, dass die. Ja, das ist gut möglich. Theoretisch, dass. Dass das nicht überall funktioniert, nur dann müssen die anderen alle, oh, die Fahrzeuge, Update machen. Und das ist gut. Beim Mod Hub ist ja kein Problem. Nur, ja, heißt nur. Da ist es ziemlich einfach. Da braucht man nur hier im Spiel aktualisieren. Es geht. Und höher, höher. Ja, perfekt ist es auch nicht. Das darf nicht passieren. Ich weiß nicht genau warum. Neuer Versuch. Ja. Bitte über die Augen gesteuert und das Ganze. Ja. Nicht ganz so. Ja. Ja, man kann ja so hin und her gucken, ne? Mit Kopfbewegung. Und man kann mit beiden Händen lenken, ne? Theoretisch mit der Schaltung arbeiten. Aber eine Schaltung wird nicht anschauen. Aber neues Lenkrad aber auch nicht. Das ist nicht notwendig. Das ist zum einen zu teuer und zum zweiten das alte ist perfekt, ne, dass das funktioniert. Die Funktion, was jetzt viele Rennfahrzeuge haben im Spiel, nutze ich ja nicht und von daher ist es nicht notwendig. Beiträge gibt es auch eine weitere Version. Ich glaube C5 oder so. Ja. Und das hier wirklich kaufen. Ist ziemlich teuer für nichts dran im Prinzip. Nur die Software so teuer ist. Anführungszeichen. Nur ist gut, ne? Aber wie gesagt, klar. Ältere kriegst nicht mehr, muss ich eh neu kaufen. Weil ich weiß, geht das Ältere nicht mehr. Ich habe jetzt nicht korrigiert. Also ich habe trotzdem noch 7%. So, Zuschauer, das soll es dann auch schon für heute gewesen sein. Bis Einparken nach der nächsten Folge. Dann seid noch tschüss und ciao. Ja, wir freuen, wenn ihr morgen reinschalten würdet. Dann wünsche ich noch einen schönen Restsonntag und schönen Rest dritten Advent. Ne? Und so, lasst euch nicht den Mut annehmen von diesem blöden Corona. Tschüss. Wird alles so gut. Die Wahrheit kommt immer ins Licht, das ist leider so, ne? Kann sich keiner verabschieden. Trotzdem mal tschüss. Bis dann und ciao. Tschüss.